Wir hatten eben sehr schön am Praxismodell, also eines Autos, Automodell, gesehen, wie einseitige Hebel durchaus überall in der Technik zu sehen sind, und zwar etwas versteckt angeordnet. Ich versuche das mal zu skizzieren. Normalerweise sagen wir ja, einseitiger Hebel, gemeinsamer Drehpunkt, okay, hier haben wir die eine Kraft, die drauf wirkt, hier haben wir die andere Kraft, die entsprechend mitwirkt. Also das sei F2, das sei F1, alles gut und schön. Jetzt die Längen dazu, L1, immer vom Drehpunkt ausgehen und vom Drehpunkt bis zum Angriffspunkt der Kraft L2. Gut, bis dahin leicht. Was aber, wenn dieser Hebel, wir machen es mal, wir gucken uns diesen Hebel mal von der Seite an. Nehmen wir mal an, dieser Hebel ist eine Art Brett und dieses Brett hat hier ein Scharnier, kennen wir. So wie bei einer alten Schranktür. Das ist also hier drehbar gelagert, komplett auf einer Welle und ist befestigt. Auf so einem Böckchen. Und das Böckchen ist fest verbunden mit dem Untergrund. Okay. Dann ist es ja durchaus möglich, dass ich sage, die eine Kraft, die lasse ich hier hinten drauf. Na. Die lasse ich hier hinten drauf wirken. Das sei mal die größere Kraft, die Last F1. Und das bewirkt eine nach unten ziehende Kraft, allerdings nicht so groß, F2. Aber die eine greift an dieser Ecke an und die andere an dieser Ecke. Wenn das so geht, ich habe wieder die gleichen, übrigens die gleichen Wirklängen hier, von hier bis zum Drehpunkt, ne? L1, das ist dasselbe. Und jetzt mal hellgrün für die andere, wieder vom Drehpunkt aus bis dahin L2. Okay. Jetzt kann ich doch dieses rechte Modell, kann ich doch auch für was anderes missbrauchen. Ich kann auch sagen, ich verzichte auf den ganzen Rest, und zwar, ich schraffiere den Rest, den ich mal nicht brauche, mit Rot. Ich verzichte mal hier, hier, bis hier drüben und bis hier ran, damit mein L2 nicht verschwindet. Na doch, man sieht es ja noch. Ich verzichte mal auf den ganzen Rest. Und was bleibt dann übrig? Dann bleibt eigentlich nichts anderes übrig als sowas. Und zwar, jetzt mache ich das mal hier. Ich habe hier meinen kleinen Hebel. Jetzt kommt ein Verbindungsstück. Hier wieder Drehpunkt. Jetzt kommt ein Verbindungsstück und jetzt kommt mein langer anderer Hebel. Hier habe ich wieder mein Böckchen, worauf das festmontiert ist und fertig. Also nochmal, dann habe ich hier F2 und hier habe ich F1. Ist das logisch? Das muss man erstmal durchdiskutieren, notfalls. Also das, was ich jetzt gemalt habe, das ist übrig. Ich mache es mal in Orange, was übrig ist. Orange wäre das übrig. Und zwar da, wo mein Hebel angreift, das Stück Verbindung bis hier drüben, wo mein anderer Hebel angreift. Und dieses Stück, das habe ich jetzt rausgeschnitten. Das Rote, das haben wir weggelassen. Und das wäre also nichts anderes als, und in der Technik sieht es dann so aus, und dann mache ich gleich die Pause, dass ich sage, ich nehme eine Welle und auf dieser Welle schweiße ich hier ein Stückchen Hebel an. Und schweiße hier ein Stück längeren Hebel an. Hier angeschweißt, angeschweißt. Und diese Welle, die lagere ich drehbar. So. Und dann habe ich hier praktisch einen einseitigen Hebel, obwohl, jetzt nochmal zu den Kräften, obwohl die beiden Kräfte durchaus versetzt wirken können. F1 und hier hatten wir unser F2. So, jetzt mal Pause. Gut, das haben wir jetzt geklärt. Also einseitige Hebel können durchaus etwas versteckt angeordnet sein. Die können noch ganz anders aussehen. Wir lassen es mal dabei. Nochmal, der Grundgedanke war der typische einseitige Hebel von der Seite. Der kann ja auch durchaus mal so aussehen. Also, wie sowas hier. Das heißt, ich nehme ein ganzes Brett und dann kann ich meine Kraft F2 hier irgendwo wirken lassen und meine Kraft F1 irgendwo hier. Und wenn ich die jetzt mal so wirken lasse, die eine auf der einen Ecke, die andere auf der anderen Ecke,
dann gelten trotzdem meine entsprechenden zugehörigen Längen. Und dann habe ich mal das Rote, was ich in dem Moment nicht brauche, weggeschnitten und dann bleibt das Orangene übrig. Und dann habe ich nichts anderes als so ein komisches, zersägtes Brett, aber was durchaus als Hebel dienen kann. Technischer macht man es so, indem man hier ein rundes Teil nimmt, da zwei Hebel anschweißt und das Ding nennt man Welle. Und eine Welle überträgt Drehmomente. Das bloß mal nebenbei. Drehmomente. Da kommen wir aber noch extra drauf. So, ich schließe das Video an der Stelle ab.